Roast Battle Staffel 4. Das AstraZeneca der TV-Shows. Maxi! Maxi, komm, wir müssen loslegen. Was zu... Okay. Okay. Hier, zur Inbetriebnahme des Moderators flüstern Sie ihm eine Roast-Sequenz ins Ohr und drehen Sie gleichzeitig beide Startknöpfe. Okay. Maxi, du siehst aus, als hätte der Junge von der Kinderriegelpackung ein Alkoholproblem. Roast Moderator activated. Wait. Los geht's. Let's roast. We got the record for battle! Herzlich willkommen zu Comedy Central Roast Battle aus Berlin. Wir sind wieder da, wir freuen uns sehr bei der einzigen Show im deutschen Fernsehen, wo man nicht nur einen negativen Corona-Test braucht, sondern auch einen negativen Intelligenztest. Und ich bin sehr erfolgreich durch diesen Test gelaufen, durch beide bestanden. Yes. Wir haben nicht nur tolle Kandidaten, wir haben auch eine sensationelle Jury. Beide sehr erfolgreich in den 90ern und genauso wie die 90er richtig nervig und nicht mehr loszuwerden. Ja? Meine Damen und Herren, Ingo Appelt ist bei uns! Und Jasmin. Ja. Dankeschön. Ja. War jetzt ein Fehler von mir, ne? War jetzt, dass ich erst den Mann vorgestellt habe, das war nicht okay von mir, oder? Ach komm, so ein bisschen Mädchen geht aber bei mir auch ein bisschen, komm. Und wenn Männer älter werden, kriegen sie ja weibliche Züge. Das ist dann schon okay. Ja, neulich war ich im Supermarkt, sieht mich einer, sagt, wo ist der Ingo Appelt? Sagt, nee, das ist, so fett ist der nicht. Weißt du, es verändert sich dann auch alles. Man wird weicher im Alter, weißt du? Blümchen ist bei uns. Großen Applaus, Jasmin Wagner. Jasmin, schön, dass du da bist. Was ganz, ganz viele Leute über Blümchen nicht wissen, sie hat ja ein völlig neues Genre der Musik erfunden. Das Genre nennt sich zu verschenken. Interessant, dass du das sagst, Maxi. Denn unter den Frauen in der Comedy-Szene erzählt man sich, dass dein kleiner Maxi eher ein Fall fürs Miniaturwunderland ist. Ich finde, den fünften Platz beim ESC hat sie verdient. Ja? Wir haben natürlich nicht nur Kandidaten und eine fantastische Jury, sondern wir brauchen auch jemanden, der hier für ein bisschen Ordnung sorgt. Sie ist das Herz des Roast Battles. Ohne sie macht das alles gar keinen Sinn. Einen großen Applaus für die wunderbare Nina Queer! So, endlich wieder Roast Battle. Ich freue mich. Ich möchte mich an dieser Stelle bei Ben Schmid, meinen tollen Gagschreiber, bedanken, der sich auch für diese Anmoderation wirklich wieder die Beine ausgerissen hat. Nur leider konnte ich mir den ganzen Text nicht merken. Und ich dachte mir, Mann, ich mach mal was ganz Niveauvolles. Ich zeig einfach mal meine Titten. Der Traum von Ingo Appelt, der Albtraum von Maxi. Ja, aber Blümchen findet's gut, ne? Ja, Nina, kurze Frage. Deine beiden Brüste, betteln die sich jetzt auch in der Sendung? Wenn oder? Du sie anfasst, könnten sie sich schon mal näher kommen, ja. Hast du, ist das nicht bei Heidi Klum? Die hat doch da Hans und Franz. Die haben doch zwei Namen, die Brüste. Wie heißen die? Bolle und Lolo? Ingo und Maxi. Sag mal, Max, was hast du denn heute für uns vorbereitet? Im nächsten Battle beleidigen sich zwei Influencer. I like! Sie hat den Deutschen Comedy-Preis als beste Newcomerin bekommen und lebt vegan. Immerhin hat sie Humor, wenn auch keinen Geschmack. Er nennt sich der Freshe Prince of YouTube, macht Poetry und Rap. Mal schauen, ob sich seine Roasts heute reimen. Ringfrei für Maria Clara Groppler und Joker Tululu.
Meine Lieben, es gibt Regeln, die ihr beachten müsst. Ihr dürft euch nicht schlagen, nicht beißen, nicht anfassen. Ihr dürft nur selbstgeschriebene Gags auf dieser Bühne vortragen. Und natürlich gehen wir alle in Liebe und Freundschaft wieder von dieser Bühne. Alles klar soweit? Maxi, wer darf denn anfangen? Ja, Maria darf anfangen. Berlin, Bitches, are you ready to battle? Yes! Let's roll! Ja, ich muss sagen, ich hatte echt ein bisschen Angst, heute Joker zu roasten, weil es ist ja schon ein sehr sensibles Thema heutzutage, ne, sich über Fette lustig zu machen. Ja, du bist echt dick, Mann. Und wie ist eigentlich die richtige Bezeichnung für Menschen wie dich? Darf ich dich einfach Hurensohn nennen? Oder lieber Hurensohn of Color? Naja, ich glaube, du hattest das ja auch nicht immer leicht in Deutschland, ne? Aber du bist trotz deiner Hautfarbe sehr beliebt bei der AfD, ne? Ja, weil dein IQ ist so wie ihre Ideologie in den 30ern stehen geblieben. Okay. Ja, lieber ein IQ bei 30 stehen geblieben, als nie losgegangen. Maria sieht aus wie die Sexpuppe, die man bekommt, wenn man bei der Bestellung sagt, man möchte. Ja, was viele Leute nicht wissen ist, Maria hat halt sehr viele Probleme mit Männern. Sie ist der Typ Frau, die jedes Mal nur Arschlöcher anzieht. Sie datet diese Arschlöcher. Dann kommt sie auch noch mit diesem Arsch zusammen. Das Problem ist bei ihr, sie hat nie gelernt, woran man einen Arsch erkennt. Weil sie, wie man sehen kann, nie einen Arsch hatte. Lieber keinen Arsch als ein Arschgesicht. Wow! Okay. Ja, Joker hat seiner Freundin im Disneyland einen Heiratsantrag gemacht, ja? Wo feiert ihr Hochzeit? Im Tropical Island? Joker hat wirklich seiner Freundin im Disneyland einen Heiratsantrag gemacht und sein größtes Idol ist Michael Jackson. Er hat echt große Ambitionen, Hauptsache es sind viele Kinder dabei. Die Tour von der Maria heißt Jungfrau, was ungefähr so ehrlich wäre, wie wenn ich meine Tour Helmut Kohl nennen würde. Ich meine, keiner versteht, warum ihre Tour Jungfrau heißt, denn das Einzige, was bisher noch nicht in ihr eingedrungen ist, ist ein origineller Witz. Ja, auf Tour verkauft sie natürlich auch Merchandise-Artikel. Sie hat beispielsweise ein T-Shirt, nicht gelogen, mit einer Vulva drauf. Oder anders gesagt, sie hat ein T-Shirt mit einer Liste von Gründen, warum sie heute hier stehen darf. Und du bist wegen der Quote hier. Gute Quote wird das. Einschaltquote. Ja, Joker war sogar mal bei der Bundeswehr, aber er wurde da entlassen, weil der Bund mehr Geld investieren wollte. Ne? Und wir alle wissen, wenn der Staat mehr Geld ausgeben möchte, muss erstmal die schwarze Null weg. Aber ich finde, Joker wäre echt perfekt fürs Militär gewesen. Ne? Er macht jetzt YouTube und er macht jetzt auf YouTube genau dasselbe, was er auch bei Drohneneinsätzen im Nahen Osten gemacht hätte. Kleine Kinder mit toxischen Inhalten bombardieren. Aber ich glaube, Leute, es wird auch gerade spät. Ich glaube, wir sollten der Maria auch ihre Gute-Nacht-Geschichte vorlesen. Das hier ist die kleine Maria Clara. Und es gibt zwei Sachen, die bei der Maria Clara klar sind. Die erste Sache, die klar ist, Maria ist nicht witzig. Die zweite Sache, die klar ist, nach einer Nacht mit Maria Clara akzeptiert Maria Clara auch gerne Klarna als Zahlungsmöglichkeit. Ja, das ist nicht gelogen. Und aufgrund ihrer Nebentätigkeit als Nutte, Oh.
aufgrund ihrer Nebentätigkeit als Nutte, hat sie mich von Backstage unhöflicherweise gefragt, ob das stimmt, was man so über afrikanische Männer sagt. Und heute sage ich's. Okay, ich sag's dir, ich sag's euch im Publikum, euch zu Hause, Jury, euch sag es auch. Ja, es stimmt, afrikanische Männer haben alle keinen Bock, mit dir ins Bett zu gehen. Joker heißt mit echtem Namen Michael Winter, aber er sagt, das heißt Michael Winter. Ja, ja. Heißt es so. Seine Tour ist auch nicht abgesagt, sondern verschoben. Er hat auch mir gesagt, er nennt sich Tululu, weil damit die Deutschen dann erkennen können, dass er aus Afrika ist. Das verstehe ich nicht. Ich wandere doch auch nicht nach Afrika aus und nenne mich dann Eva Braun. Ja, du siehst ja auch eher aus wie Adam. Ja, die Maria kommt aus Klein-Machno. Na, sie hat noch nicht so viel von der Welt gesehen. Sie war noch nie in Afrika, deswegen weiß sie nicht. Also sie denkt, in Afrika laufen doch alle hier im Busch herum. Ne? Aber in Afrika ist gar nicht so viel anders wie hier in Deutschland. Wir haben dort auch geile Autos, geile Häuser, geile Fernseher. Wobei, eine Sache ist doch anders, wenn man dort eine Werbung sieht von SOS Kinderdorf, sieht man dort Maria als hungriges kleines Kind. Sensationell, fantastisch. So, meine Lieben, liebe Zuschauer, liebe Leute zu Hause vor dem Bildschirm, schaut euch mal dieses Bild auf der Bühne an. Ne? Wie divers ist denn dieser Sender bitte? Ne? People of Color, eine Frau und eine alte Hure. Die ihr verfranstes Blasmaul nun dazu benutzt, die Jury zu befragen, wie sie denn dieses Battle bewertet. Nina, red nicht so viel, zeig mir lieber deine Titten wieder. Die habe ich beim Toilettengang verloren. Jasmin, was sagst du? Wow, hat das Spaß gemacht. Eure Zungen, die schneiden scharf. Killer Bambi, Alter, ey. Und ihr habt es euch richtig gegeben, richtig dreckig gegeben. Und es hat Spaß gemacht, sie zu sehen. Gemeiner war eindeutig Maria. Du hast einen Punkt. Maria, ein Punkt. Aber hat doch Spaß gemacht, oder? Ja. Safe. Aber das ist, weil das ist ja, wir haben immer diese Political Correctness, weil meine, ist mir auch zu viel Schwarz-Weiß-Malerei da jetzt. Aber das hier ist überhaupt thematisiert. Deswegen, also Herr Tululu, hat mir sehr gut gefallen. Von mir kriegst du den Punkt und wir heiraten auch im Disneyland. Gracias. Ein Punkt von Ingo Appelt. Die schwerste Entscheidung hat damit wieder Maxi. Joker, du machst hauptsächlich YouTube und so. Du hast doch mal einen Nightwash-Auftritt als Stand-Upper gehabt. Aber als wirklicher Live-Performer auf der Bühne sieht man dich jetzt noch nicht so häufig. Liege ich genau. Da richtig? Richtig, genau. Das war richtig nice. Das war richtig nice, Alter, ja. Dankeschön, Dankeschön. Auf jeden Fall. Also ich respektiere das. Ja. Warum ich Maria vorne sehe, ich mag halt, wenn es dumm ist. Akzeptiere ich, akzeptiere ich. Maria, du bist so süß in deinen Kontern. Da bist du so, weil du, als er als Joker gesagt hat, so, du hast keinen Arsch, dann hast du gekontert, na, lieber keinen Arsch als ein Arschgesicht. Ja. Da bist du schon der King in der Eisbärgruppe mit so einer Konterei. Ich fand, der Joke, der mich überzeugt hat, war wirklich, die Tour ist verschoben. Das hat mich gekillt. Gratulation an den Autor. 2-1 für Maria. Hey, Maria gewinnt das Roast Battle. Dankeschön, meine Lieben. Ihr wart wunderbar. Dankeschön, Dankeschön. Sie werden so groß, die Kleinen. Sag uns doch mal lieber, wer als nächstes dran ist. Der nächste Battle steht unter dem Titel David gegen Goliath. Er ist Deutschlands größter Kabarettist, weil er körperlich groß ist. Ob er auch geistig auf der Höhe ist, wird sich zeigen. Sein Gegner ist Slam-Poet und nennt sich Quichotte. Er wird sich heute fühlen wie beim Kampf gegen Windmühlen. Hier sind Jonas Greiner und Quichotte. Maxi, wer darf denn anfangen? Jonas darf anfangen, da bin ich gespannt. Ich auch. Berlin, are you ready for battle?
Ja, Ladies and Gentlemen, Quichot, bürgerlich, keine Ahnung. Also er ist mit seinem Soloprogramm auf Tour, das nennt sich Schnauze. Ja, Schnauze ist der Titel. Der Titel wurde ihm von vielen seiner Zuschauer bei zahlreichen Auftritten immer wieder lauthals vorgeschlagen. So zumindest hat er es interpretiert. Ja, das Osterholzer Kreisblatt schrieb über seinen Auftritt dort rein gar nichts. Und das sagt im Prinzip alles, weil die berichten sonst sogar vom Themenabend Zahnersatz. Es ist aber auch ein offenes Geheimnis, dass Quichot nicht so erfolgreich ist. Ja, er steht am Ende seiner Auftritte immer auf der Bühne und sagt, Mensch, ich stehe gleich noch draußen, habe noch einen Haufen CDs mit dabei. Und in dem Moment ist allen schon klar, dass er danach immer noch einen Haufen CDs dabei haben wird. Ja, das ist einfach wahr. Ich muss an der Stelle, ich muss mit dem Offensichtlichen anfangen. Jonas ist aus Thüringen. Und das heißt, wenn ich ihm jetzt aus Mitgefühl eine reinhauen würde, dann bekäme der Begriff Solidaritätszuschlag mal wirklich einen sinnvollen Gehalt. Ja, optisch bewegt er sich irgendwo zwischen einem Versicherungsvertreter und einem Sendemast, aber mit deutlich weniger Ausstrahlung. Wow! Als ein Versicherungsvertreter. Ja, man glaubt's gar nicht, du bist eigentlich Lehrer, ne? Ja, für euch also bitte Herr Quichot. Ja. Eigentlich Lehrer, hat aber den Beruf schon längst an den Nagel gehängt, ja, weil er schon seit vielen, vielen Jahren von seiner Kunst und von der Kulanz des Jobcenters in Köln-Deutz leben kann. Er besucht ab und zu nochmal seine alte Schule, ja, um dort Geografieunterricht zu geben. Dort erzählt er den Kindern, dass Deutschland nur aus Köln besteht, damit ihm endlich mal jemand glaubt, dass er deutschlandweit auf Tour ist. Ganz ehrlich, als ich dein Soloprogramm zum ersten Mal live gesehen habe, da ist mir klar geworden, dass im Vergleich zu dir der Berufsstand der Lehrer in der Öffentlichkeit selbst von Björn Höcke noch würdiger vertreten wird. Ich dachte, der heißt Bernd. Ich weiß, das ist mein Onkel. Ja, es wird ja sogar passen, weil er auch immer so ein bisschen zugeknöpft ist. Ne? Und Jonas, wenn früher die Freundebücher rumgingen, dann hat er bei der Rubrik Traumberuf immer Doppelhaushälfte angegeben. Lieblingsfarbe beige. Wenn früher in der Kita Vater, Mutter, Kind gespielt wurde, war Jonas immer das Jugendamt. Ja, Quichot sieht sich selbst nicht nur als Stand-up-Comedian, als Autor und als Musiker. Nein, er bezeichnet sich selbst auch als Rapper. Ja, so wie Olaf Scholz sich selbst Kanzlerkandidat nennt. Und so wie Friedrich Merz sich zur Mittelschicht zählt. Ganz im Ernst, wirklich, also du wirkst nicht wie ein Rapper. Du wirkst wie ein veganer Sozialarbeiter, der Problem-Teenagern zeigt, wie man leckere alkoholfreie Cocktails mixt. Und ganz im Ernst, deine Musik, die klingt auch nicht wie Eminem auf Deutsch. Deine Musik klingt wie Annen-Mai Kantereit auf Tilidin. Ja, ich habe schon erwähnt, Jonas kommt aus dem Osten, genauer gesagt aus Lauscha. Für alle, die das... Guck mal, Lauscha, geil. Ja, für alle anderen, die das vielleicht nicht geografisch verorten können, Lauscha liegt neben dem kleinen Zigeunerberg und dem großen Zigeunerberg. Das ist tatsächlich wahr. Die NPD hatte 2019 bei der Kommunalwahl über 16% der Stimmen oder wie Jonas Greiner sagen würde, Heimat. Er ist dann für eine kurze Stippvisite tatsächlich nach Berlin gezogen, aber er hat es nicht lange ausgehalten, knapp ein Jahr hat er hier gewohnt. Ja, und ist dann wieder zurück in sein geliebtes Lauscha. Der Prenzlauer Berg ist eben nicht der große Zigeunerberg. Ansonsten hat natürlich Lauscha noch mehr zu bieten. Die Region ist bekannt für mundgeblasenen Christbaumschmuck. Und dank Jonas kann derselbe auch jedes Jahr auf dem Dorfplatz ohne Leiter an den höchsten Ast im Christbaum gehängt werden, gleich neben den Türken.
Wie verzweifelt muss man mit Ende 30 sein, wenn man hier einen 23-Jährigen beleidigt auf einem Sender, dessen intellektuellste Sendung Takeshis Castle ist? Ganz im Ernst. Ich meine, es ging gut los. Er ist Lehrer geworden, solider Beruf, hätte was werden können. Dann hat er den Beruf aber einfach auf den Haufen geschmissen, hat gesagt, er muss jetzt Kunst machen und muss durch Deutschland touren. Jetzt steht er hier und sieht aus wie Peter Fox ohne Haus am See. Ja. Aber er sieht das selbst natürlich anders. Er wird heute Abend besoffen eine MMS an seine ehemalige Schulleiterin schicken. Mit einem Selfie von ihm, Blümchen und Ingo Appelt, um ihr zu zeigen, dass es sinnvoll war, dass es ein Erfolg geworden ist. Aber ihre Bewertung für seine Karriere wird ausfallen wie die Bewertung für meine vorletzte Mathe-Klausur. Die Ansätze sind gut, ist trotzdem nur eine 5. Muss jetzt sehen, dass du langsam die Kurve kriegst. Man kann ja über Jonas Greiner sagen, was man will. Er weiß auf jeden Fall um seine Wirkung bei Frauen. Und deswegen hat er immer ein Verhütungsmittel dabei. Und zwar seinen Dialekt. Ich muss ganz ehrlich sein, ich liebe Jonas, ich mag ihn sehr gerne. Und ich glaube, er ist groß, er ist blond, er ist blauäugig, er hat einen Seitenscheitel. Ich glaube, ihm stehen in diesem Land alle Türen offen. Und deswegen nur noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Also ich habe gerade ein Album fertig gemacht und ich habe noch einen Haufen CDs dabei und würde mich dann gleich an dem Ausgang aufstellen, in der Hoffnung, dass jemand vorbeikommt. Vielen Dank. Wie sieht's mit euch aus, liebe Jury? Ingo. Quichotte, toll, hast du wirklich toll gemacht. Also muss ich wirklich sagen, sprachlich, bei ihm hat es sich ein bisschen in die Länge gezogen. Du warst ein bisschen schneller, ein bisschen offensiver. Deswegen geht mein Punkt an den Sozialdemokraten aus Thüringen. Vielen Dank, Jonas. Ja. Jasmin. Ich fand, es war ein sehr elegantes Battle. Ihr wart auf jeden Fall irgendwie gleich stark. Manchmal hatte ich das Gefühl, ihr werdet eine Person, weil ihr so gut voneinander abgenommen habt, die Tonalität. Mein Punkt geht an Quichotte. Wir sind uns aber auch nie einig, ne? Maxi, du darfst gerne noch deine Meinung loswerden. Ich muss sagen, Jonas, wirklich sehr gutes Battle. Gute Lines auf jeden Fall. Und auch finde ich gut, dass du so immer die Politik ein bisschen mit reingebracht hast. Dass so ein bisschen dein Steckenpferd ist. Ne? Dass du auch gerne über die Politik redest. Du siehst auch aus wie Bodo Ramelow nach Weight Watchers. Ist auch so ein bisschen. Ja? Ich fand aber tatsächlich, bei Jonas hat man bei Quichotte, ich sage immer doppelt Jonas, weil Quichotte heißt auch Jonas tatsächlich. Wir sind einfach wirklich eine Person. Ja. Man merkt einfach so, dass du sehr viel mit dem geschriebenen Wort arbeitest, total. Und auch deine Jokes waren einfach, ich fand es einfach mega gut. Deswegen auch mein Punkt geht an Quichotte. Eindeutiger Gewinner, Quichotte. Und damit nochmal ganz offiziell, Quichotte gewinnt das Roast Battle. Danke, meine Lieben. Wandert ab. Das war der Comedy Central Roast Battle. Oh, danke schön. Ich hab ja nichts gemacht. Danke schön wieder fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Adieu. Danke schön. Oh.